Hallo, ich bin der Michael, ich bin Mentaltrainer aus Berlin-Oranienstorf. In den nächsten Tagen gebe ich euch mit so kleinen, winzigen Videos ein paar Hilfsmittel an die Hand, die euch vielleicht in die Lage versetzen, euren Alltag wieder etwas freudvoller zu gestalten. Denn im Augenblick ist es leider so, dass aufgrund von vielen Negativmitteilungen und Nachrichten wir den Buckel nicht mehr gerade kriegen und die Nase immer weiter Richtung Boden geht. Das ist ungesund, das ist nicht hilfreich und deswegen heute erster Tipp. Du kannst im Internet eine ganze Menge Adressen finden, wo du online, meistens kostenlos oder oft kostenlos, dir eine Zeitung erstellen kannst. Mach das einfach. Kreiere deine eigene Zeitung mit einer Positivschlagzeile, mit einer entsprechenden positiven Botschaft, druckst dir aus, packst dir in den Briefkasten, holst sie wieder aus dem Briefkasten raus. Staunen, oh, eine Nachricht heute im Briefkasten gewesen. Und dann pinnst dir vielleicht irgendwo hin für ein paar Tage, wo du immer wieder dran vorbeiläufst, um diese Schwingung aufzunehmen, des Positiven, des Heilsamen. Genau. Ich habe es mal gemacht und meine Zeitung, die sieht so aus. Den Titel kann man ändern, wenn man will, aber ich glaube, das hänge ich mir jetzt auch irgendwo hin. Liebe Grüße an euch alle. Bis bald. Ciao, ciao.